So, ich habe die hier oben reingepackt in meinen Pizzaofen, aber das ist natürlich gefährlich. Also es riecht sehr gut. Ich musste sie sowieso reinigen, aber ich glaube, die Kohle, die muss raus. Aber trotzdem werden die jetzt ja nochmal so betrieben. Also das darf nur ein Minütchen angehen. Und ich habe ja hier meine tolle Mikrowelle, auch mit einem Infrarotofen. Die habe ich mir vor 5, 6, 7 Jahren gekauft. Frisst irgendwie 0,2 Step-by oder was. Das habe ich hier auch irgendwo reingeschrieben. 24 Stunden maximal Mikrowelle. 800 Watt verbraucht 1350 Watt. Und mit der Uhr verbraucht es 0,7 Watt. Und ohne der Uhr im 24-Stunden-Modus 0,35 Watt. Zumindest hier hinter hatte ich noch irgendwann mal die Bedienungsanleitung gefunden. Ich hatte vorher eine Klartronik von Spar. Bestimmt auch über 20 Jahre, die immer funktioniert. Die hatte immer dieses Drehding, Ping, Drehbing, Ping. Die habe ich hier noch auf den Sperrmüllhaufen gestellt und extra geschrieben, dass die funktioniert. So eine alte Klartronik. Aber ich meinte, ich müsste mal sowas haben. Und ehrlich gesagt, ich habe von diesen ganzen Funktionen noch nie was wirklich benutzt. Ja, ich bin vielleicht zu blöd, die Bedienungsanleitung zu lesen. Aber jetzt kommt der Tag der Tage. Ich habe eben schon rumgefummelt hier. Die hat nämlich ein Trocknungsprogramm. Was hatte ich hier gerade gehabt? GT3 trocknen. So. GT3 trocknen. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass mir nicht die Dinger schmelzen hier. Der hat richtig nur knallharte Ober- und Unterhohlhitze. Für Pizza ist der optimal. Für Pizza ist der optimal. Ja, der hat auch keine Temperatureinstellung. Den habe ich mir für 30 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Ja. Ja. Aber wie gesagt, man sagt, diese Uhren sind sehr einfach und gut. Und das ist ja auch ein totales Qualitätsprodukt. Ja, aber betreibt so einen Ofen niemals ohne Aufsicht, denn diese Uhr, die bleibt manchmal stehen. Die ist schon stehen geblieben, einmal oder zweimal. Und der Ofen, den ich vorher hatte in der Art, und das billige Ding in der Nummer, der ist zum Schluss ganz stehen geblieben. Da muss man am besten zur Sicherheit, wenn man das Ding benutzt, erstmal gucken, dass das funktioniert. Vielleicht ab und zu mal ganz aufdrehen, damit die Feder sich ein bisschen entspannt. Und wenn man dann das Ding anstellt, ich stelle es ja immer, wenn ich eine frische Pizza reinmache, Dr. Oetker, die Ofenfrische, dann mache ich immer den hier. So 12 Minuten. Ein bisschen zurückdrehen, damit da ein bisschen. Und wenn die dann 12 Minuten, dann habe ich eine Eieruhr auf 15 Minuten. Dann ist die Pizza nach 15 Minuten gut. Und die zweite Pizza, also die letzte Pizza, die ich esse, die tue ich dann rein. Und die mache ich dann ungefähr auf 7 Minuten. Und dann wieder 15 Minuten. Und dann ist die Pizza meist so, dass sie noch nicht verbrannt ist. So, jetzt wollen wir immer wieder gucken hier. Gucken, ob das Ding hier schon geschmolzen ist. Das ist direkte Feuerhitze. Direkte Feuerhitze. Und wenn, dann wäre es auch nicht so schlimm. Ja, gut. Wie gesagt, selbst wenn das ein Temperaturschalter hätte, könnte ich es so nicht benutzen. Aber jetzt erstmal so da rein. Wir sind hier trocknen. Da hat er 40 Grad. Grad kann er also ab. Ich möchte auch 70 Grad haben. Fleischstreifen. Das ist GT3. Das ist nämlich hier. Das ist nämlich hier, habe ich eben schon gesucht. GT3 und dann drückt man da nochmal drauf. GT3. So. Dann hat er jetzt GT3 40 bis 90. Gucken. Hier kann ich, glaube ich, die Temperatur einstellen. 70, 80, 90, 60. 60. Komm, wir machen mal
60 Grad. Wunderbar. Und dann starten wir das. Ja, das. Jetzt muss ich, ich will ja noch die Uhrzeit haben. So, 10 Minuten. Stündchen. So, rein damit. Der arbeitet jetzt, glaube ich, nicht mit Mikrowelle. Ne? Der arbeitet jetzt nicht mit Mikrowelle. Machen wir das noch am besten einmal so rum. Ich gehe da nicht so gerne dicht dran mit den Augen. Ich habe nämlich so ein Strahlenmessgerät, das piept noch hier. Jetzt für den Film können wir das mal machen. Ich sehe sowieso nichts. Das Licht eben ausmachen, ich glaube, es ist nur oben der Grill an. Die Mikrowelle würde man auch brummen hören. Es ist auch kein Entwerter, die Entwerter. Also brauche ich auch, kann ich auch dichter ran die Inverter, sondern der taktet auch. Das ist also. Ich bin ja froh, dass das Ding schon nicht wegen Elektronikschaden abgepfiffen ist. Das machen wir mal eben ganz kurz hier an. Ja, da bin ich mit einverstanden. Also habe ich alles richtig eingestellt. Lassen wir ihn laufen. Trinken einen Kaffee und wenn es im Bett nach Plastik riecht, ist irgendwas schiefgelaufen. Wir sehen uns in einer Stunde wieder und gucken, was die Dinger. Ich habe die ja schon abgepustet. Mit meinem Pressluft. Zumindest ist es ja, es ist ja ein Filter drin. Wenn die Aktivkohle nicht wirkt, ein Filter ist ja trotzdem drin. Dieser hier. Und dadurch, den habe ich ja schon mal gereinigt. Dadurch wird das schon einen Effekt haben. So, das reicht auch genug. Und tschüss.